So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Wir sind in der Feuerwelt angekommen und haben hier wieder ein Kaizo-Level vor uns. Insofern, ja, let's go. Nee, nicht Kaizo, du hast gesagt schwer. Ja, Kaizo, kannst du das nicht so nennen? Müssen schon sehen irgendwie. Es ist unfair. Oh je, okay. Oder vielleicht einfach unforgiving. Okay, ich verstehe. Yoshi-Coin, aua. Ah, die fahren erst hoch, wenn ich bei ihnen bin, okay. Halt, stopp! Ja, die Yoshi-Coins in dem Level. Da kann man hoch. Ich will da auf jeden Fall hoch. Ja. Sehr schön. Oh Gott. Was? What? Okay. Na super. Ja. Muss auf den Gumbas balancieren, glaube ich. Geh halt in die richtige Richtung, du dummes Ding. Ah. Okay, eins, zwei, nein, nein, eins, zwei, drei, du kommst mit. Ja. Ja, ich muss den vorher noch irgendwie antriggern. Ja, no! Ah ja. Okay, puh. Das war ja eine Nummer. Nein, jetzt schaue ich mich da nicht mehr durch. Jetzt komme ich da durch. Renn einfach, renn. So. Gottes Willen. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ach, die sind gar nicht. Ah. Was? Ja. Die sind so schnell, du kannst da fällst du einfach durch. Hey, jetzt geht die Röhre da hoch. Alter! Ich guck. Hä? Lass mich doch da durch! Ja, hoffentlich sehen wir noch die Abstract World, diesen Part. Ja, wir haben ja gerade mal angefangen, ich denke schon. Hä? Moment. Nicht irgendwie doof? Ah, da brauchst du vielleicht sogar einen Block. Weiß nicht, ob das für eine Yoshi-Coin ist, aber. Also die Pfeile sagen ja, gehen in die Richtung. Ich bin doof. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich das. Ja, wie soll man. Ah, man muss immer wieder springen, wenn. Oh Gott. Man muss erst nach oben kommen und dann immer wieder. Ja. Ja, nee. Nee, das haut nicht hin. Hä?
komme da oben nicht. Ich muss. Warte, ich muss Anlauf nehmen und dann muss ich wahrscheinlich hochrennen oder irgendwie so. Willst du mich verarschen? Irgendwie so. Ja. Bruder! What? Was ist das denn für ein Qua... Ah, warte mal, vielleicht kann... Nee, das kann ich wahrscheinlich auch nicht. Kann ich mich da irgendwie durchdrücken lassen? Nee. Nee. Ach du Scheiße. Also ich dachte, vielleicht geht's, dass man springt in dem Moment, wo das runterfährt und dann fährt es rechtzeitig wieder hoch, aber das reicht ja auch nicht in der Zeit. What the heck? Haben sie sich denn hierbei gedacht? Ja, ich sag's, wie es ist, das Level ist scheiße. Ich raff's nicht. Ich raff die Stelle überhaupt nicht. Ich glaube doch, du musst schon Anlauf nehmen. Weil die sind ja auch, ja, die Pfeile. Oh, wahrscheinlich. Aber das ist doch, also. Das ist ja, ja fast schon Glückssache, den richtig zu erwischen. Ja. Spring mal. Du musst, glaube ich, unten, wenn du unten ist. Und dann ja, ich will. Springen. Ja, genau so. Ja. Nice. Jetzt nur noch. Ja, aber jetzt weißt du zumindest, ja, wie es geht, aber da muss man sagen. Oh mein Gott! Was ein Quatsch. Ja, Mensch, dankeschön. Wow. So. Jetzt hast du hier zwei Wege. Au. Ja, tschüss. Springboard. Ja, jetzt hast du hier zwei Wege. Ich glaube, in einem Teil ist eine Yoshi-Coin. Und im anderen ist der Hauptweg, ja. Ach ja, nee, jetzt geht es mit dieser Scheiße da weiter. Ja. Ach so, kann ich auch mit dem drüber. Dem komme ich ja auch hier rüber. Hä? Ach so, Springboard. Blöd. Okay. Alter. Oder ist es der? Ich weiß es nicht. Das fühlt sich schon nach dem Weg für die Yoshi Coin an, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht, weil der andere hat halt mit dem Pfeil gezeigt. Also, das ist jetzt nicht die Richtung von dem Pfeil. Werden wir dann schon sehen. Was soll ich den Block eigentlich mitnehmen? Nur für den Fassi da? Der mir ja nicht mehr im Weg ist? Okay, den kannst du nicht mehr killen. Stimmt. Alter! Sowas gehört disqualifiziert, aber nicht ein Level, wo 501 Sekunden hat. Oh!
Ja, das ist doch... Das ist doch ein saublödes Gimmick, Entschuldigung. Du musst ja da auch nicht mal durch, du musst einfach warten und dann dich fallen lassen. Ja, also du kannst es halt auch kaum vernünftig steuern. Es ist... Gott, ist das bescheuert. Jetzt kommt da das Feuer. Ich brauch safe den Pilz noch. Alter! So weit. Ja. So. Grüße gehen raus am SSB-Rocker mal wieder, der sich in diesem Level übelst versafe-stated hat und aus Wut er voll Rai Ichikawa-Style den Levelersteller nachgeschaut hat. Okay. Ach komm, ey. Aber hat er denn keine Rewinds mehr gehabt oder was? Er hat den Baseness gespielt. Früher hat er mein Tetsness gespielt, was nicht gut ist. Und ich benutze Baseness nicht, aber der hat irgendwie Probleme mit dem. Jetzt geht die Scheiße wieder zu. Ah ne, die geht, okay, die geht. Und er hat dann nicht mal rewinden können. Weiß ich nicht. Ah, okay. Ja, gut, so geht's auch. Okay. Aber ich fürchte, wir haben die nicht in den Weg mit der Yoshi Coin genommen. Ich fürchte, wir haben nicht den Weg mit der Yoshi Coin genommen. Ah, hier ist auf jeden Fall eine. Hab nichts gesagt. Ja. Die kriegst du nicht mehr, doch. Okay. Aber wenn mir hier nachher eine fehlt, ist es mir egal. Ganz ehrlich, ich gehe nicht nochmal durch. Ja. Auf keinen Fall. Fürs Beste. Okay, wofür habe ich das Springboard dabei, wenn ich jetzt einen P-Switch bekomme? Achso, zum Schwimmen oder was? Ich glaube, du... Oh je. Ich glaube, du brauchst sogar beide. Ach, großartig. Für ein Secret. Okay, Secrets interessieren mich nicht. Ich will hier nur noch durch. Genau, da oben hätte eine Yoshi Coin sein sollen. Wahrscheinlich. Ja gut, wenn da mal eine ist, dann hole ich mir die noch. Oh. Okay. Das ist jetzt ja nicht so. Das ist ja, na, das ist jetzt ja nicht das Problem, hier zurückzugehen. Das ist jetzt tatsächlich. Das ist ja okay. Ja. Und wenn da nichts ist? Das muss ja. Also, irgendwas muss da ja sein. Die Frage ist, wie komme ich jetzt zurück? Ohne Item. Oh, das ist tatsächlich knapp. Ja. Ich glaube, genau dafür ist diese Lücke hier nämlich gedacht. Ach so. Ich hätte jetzt auch mal eine hoch. Double Grab machen können. Okay, aber das glaube ich jetzt nicht erwartet, oder? Ich meine, hätte ich ja, ist richtig. Ja. Oder einfach zuerst den P-Switch und dann schnell durch. Mit dem Springboard. Ach so, ja, wäre vielleicht auch denkbar. Ich glaube, das geht schon so. Nee. Nee. Ja. Wow. So. Die Münzen hast du aber eingesammelt, oder? Bitte? Die Münzen. Ich hab den P-Switch noch gar nicht gedrückt. Ach so, okay, gut. Insofern nein.
So. Okay. Shish. Ja, genau. Ich glaube, das musst du nicht mal. Oder nur. Ja. Mal sehen. Yes. Abgemal. Wow. Ich glaube, du bist der erste Mensch auf der Welt, der alle Yoshi-Coins gesammelt hat. Wollen wir recht sein. 69. Super. Nice. Was ein blödes Level. Ja, Dude, ja. Ich chill überhaupt nicht, Toxic Wave. Ich chill überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ich schnell den Toxic Wave nachschauen und ragen. Nee. Nein, natürlich nicht. Das lässt du bitte. Okay, 22. geworden. Gala. General. Ja, das Level. Wir spielen dieses Level. Okay. Erstmal lesen. Bottom of level is safe and contain reset pipes. In this level you need to decide if you want to use normal jump or spin jump. Okay. Na, lass mich doch die zweite lesen. Yellow coins means to hold only A or B to gain head and speed. Blue coins means you need to hold absolutely nothing. Okay. Ja. Na dann. Das ist ein Rhythmus-Level. Okay. Ach so. Ja, gut. Es hat gut funktioniert. Ja. Kann ich gut wissen, wann ich Spin jumpen muss. Okay. You need to decide, ja. Da stand ja A. Ach, okay. Ja, okay. Ich verstehe. Ah, ja, okay. Ja. Oh mein Gott. Wait, stopp. Stimmt ja, das hat ja auch Yoshi-Coins. Habe ich da nicht gerade eine gesehen? Hä? Nee, hä? Okay, ich habe mir eine eingebildet. Dann war da doch keine. Alles gut. Doch, da ist eine! Hä? Wie... Oh, nee. Oh, nee. Na, erstmal wurscht. Nachher. Oder so. Kann ich da oben drauf? Will ich da vielleicht oben drauf? Ja. Okay, also es sind Yoshi-Coins in dieser Form. Man muss nochmal zusätzlich nachdenken und dann Dinge tun. Okay. Prima. Stopp, da war doch schon wieder was. Ach so, ein Feind. Jetzt sind hier zwei Röhren. Damit du nicht so weit laufen musst. Ah, okay, I see. Hätte eigentlich überall irgendwelche hinsetzen können. Ah ja, okay. Oh mein Gott. Stopp!
ist sehr interessant. Ah nee, ich hab's schon wieder versaut. Das war schlecht. Ach so, nichts drücken und dann zieht's mich automatisch. Ah, okay. Ja, das schaffe ich so nämlich sonst nicht. I see. Nichts drücken! Mensch. Okay. Jetzt auch. Oh mein Gott. Haben wir denn nur komische Level in diesem Part? Nee! Jetzt was du denn mit? Gut. Da ist auch noch eine Yoshi-Coin, also nicht in die Röhre. Ja, ja, das, davon gehe ich aus. Hm. Dass man da nach hinten kann. Ah, oh, ich. Oh, meine Nerven. Spring doch, Mann! Dann spring halt nicht. Nein, das war zu bald. Alter. Gut. Nein. Ich springe immer zu bald irgendwie. Mann. Vielleicht hältst du vielleicht den hältst du vielleicht nach rechts? Gedrückt? Nee, ich drück ja gar nichts mehr. Hm. Denn so verlierst du auch Momentum. Momentum. Also sobald ich halt den P-Switch drücke, vielleicht darf ich den noch gar nicht. Vielleicht muss ich den erstmal mitnehmen und muss ihn später... Aber das wäre schon... Nee. Weil ich verliere halt dann keinen Speed, wenn ich ihn nicht drücke. Dann verliere ich keinen Speed, dann habe ich mehr Speed drauf. Und dann renne ich hier unten auch noch. Aber sobald ich den einmal gedrückt habe, verliere ich halt den Speed. Entweder ich kriege den dann direkt wieder zurück oder ich muss irgendwie... So. Das ist halt auch weird. Das ist halt... Nee, das ist alles sehr merkwürdig. Aber wir gehen das mal raus. Wegen der Zeit. Vielleicht... Vielleicht, wenn du, sobald du den P-Switch gedrückt hast... Jetzt. Okay, egal. Hä? So. Ach so, du hast Münzen eingesammelt aus Versehen. Stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, und die waren weg. Ja. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Okay, jetzt ist alles wieder mit A. Ach du Scheiße. Ja, hätte der die anders setzen sollen. Map 16 und so. Hä, aber jetzt... Was soll denn jetzt der graue P-Switch da?
Also bringt doch gar nichts, den zu drücken. Doch. Aber sollst du halt nicht. Ja, eben. Wäre doch schlecht, den zu drücken. Ja. Wofür sind die dann da? Ach so, ich muss dazwischen landen. Ja. Oh. Okay. Oh boy. Kein Fan-Tunnel-Level? Nee. Nee. Nicht wirklich. Den Judge ist jetzt wohl gefallen. Ja, scheinbar. Ach, da ist es. Ist es. Ach komm, ich hab doch aufgehört zu drücken. Oh, come on. Ja, genau. Alter, wie exakt muss denn das alles passen? Oh mein Gott. Ja. Nein, okay, naja, das war Schwachsinn, das weiß ich auch. Ich höre genau an der Stelle auf zu drücken und das ist nicht gut. Ich muss später aufhören zu drücken. Ich darf mich nicht komplett an die Münzen halten. So. Cool. Habe ich mich nämlich mal nicht an die Münzen gehalten. Ah, okay. Haben wir hier unten irgendwas? Nein. Das ist Ziel. Perfekt. Ja, das ist Ziel. Gut, dass wir alle Yoshi-Coins gefunden haben. Ja, sehr gut. Aber die müssen irgendwo am Anfang sein, weil hier kann eigentlich nichts mehr gewesen sein jetzt. Hm. Hoffe ich mal. Wir werden sehen. Ja, wie viel... Ich mach das nach Gefühl. Das ist ja komplett bescheuert. Das mache ich nach... nee. Ja, mit Gefühl klappt es nämlich viel besser. Ich habe überhaupt nicht auf die Münzen geschaut. Oh mein Gott. So. Yoshi Coins. Let's go. Also hier am Anfang wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht oben links? Oh, das könnte... Obwohl das nicht so aussieht, als ob man da hin kann. Ah, doch, 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 bestimmt. Okay, vielleicht auch nicht. Sind hier irgendwelche versteckten Blöcke? Scroll mal mit L. Ach, scheiße. Nee. Nee. Scheinbar nicht. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf, falls wir tatsächlich eine gar nicht mehr finden sollten. Hier war irgendwie über der Röhre, war glaube ich eine am Ende.
Da oben ist ein Block. Mich wundert's auch, warum da nochmal ein extra Koopa ist. Ja. Dieser Block da oben, da, ja. Ah. Yep. Okay, wie soll ich an die denn rankommen? Ah, wahrscheinlich. Ja, doch, ich glaube, ich weiß wie. Ich habe da eine Idee. Irgendwie mit dem anderen zurück oder so. Ja, so nicht. Ja, mit dem. Nee. Oder über. Ja, puh. Schwierig. Mach einfach einen Shell-Jump. Komm her. Sehr gut. Komm her. Sehr gut. Mal gucken, ob das geht. Ich bin noch nicht so sicher, aber. Ah. Könnte. Doch, doch, doch. Okay. Nice. So. Die andere wissen wir auch schon. Ja, so nicht. Nee, warte, das war die von. Wait. Ja. Muss nochmal zurück spulen. Die wieder oben. Ja, aber hier ist ja. Ich muss dann nochmal weiterspringen. Oh! Ja. Verstanden. Sehr gut. Ah, ich muss hier noch mal eins weiterspringen. Okay. Cool. Dann müssen wir. Ah! Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ach nee, das ist einfach nur der Teil hier. Ah, dann ist safe vor dem. Ne, dann ist da bestimmt noch mal eine oder so. Oh mein Gott, ey. Sehr gut. Nein, das war nicht so gut. Aber nee, hier ist nichts nochmal. Nee, hier ist nichts anderes. Dann kommen wir jetzt in den Bereich. Da habe ich aber die da oben ja schon geholt. Eine zweite wird da wohl eher nicht sein. Nee, die habe ich schon. Okay, dann vielleicht doch in dem Abschnitt mit dem P-Switch. Oh! Hast du eine Idee? Naja, P-Switch. Der könnte noch ganz andere Dinge machen. Ach so. Ja. Hier schon mal nix. Nee, aber ich kann doch eigentlich gar nicht Münzen einsammeln, die dann weg. Die sind doch gar nicht, also die gehen doch gar nicht weg. Ich glaube, ich habe es trotzdem von einfach falsch gemacht. Nein, der Block war. Jetzt sind da drei Münzen. Es waren. Vorher war es nur eine. Waren da echt weniger? Ja. Aber wie kann ich die denn eingesammelt haben? So dass die da weg waren. Ach so, du hast ja gesagt, der hat die falschen benutzt, ne? Irgendwie sowas. Ja. Er hat die Extended-Objekte benutzt und nicht die im Map 16-Window. Okay, okay, irgendwie sowas war da, ja. Nein? Also es sind dieselben Münzen, nur hat er die falsch gesetzt. Ja, okay, okay, verstehe. So etwa. Ja, also hier ist nichts, nee, nee, nee. Schade. Nein, ich sollte... Ah ja. Aha. So habe ich die. Ja, und dann waren die weg. I see. Okay. Alles klar. Genau verstanden. So. Verstanden. Und dann waren. Ja, und dann hat es nicht mehr funktioniert. Wow. Das
super. Wow. Aber müsste sowas nicht eigentlich deutlich einen Punkt abzugeben? Like. Den ist es wohl nicht passiert. Voll. Judges. Ah, hier komme ich nicht weiter. Wo ist denn jetzt diese letzte Yoshi-Coin? Jetzt bin ich wieder hier in diesem blöden Raum. Aber hier haben wir nicht. Da muss ich hier wahrscheinlich auch immer irgendwas anders nochmal machen. Weißt du auch nicht was? Und wir werden es in der Zeit, glaube ich, auch nicht mehr rausfinden. Ja. Nee. Oh, oder? Warte mal. Aha. Es wird wärmer, hoffe ich. Ja, was tue ich denn? Nein! Ah, oh, ich bin so blöd. Super. Aber hier ist ja nur. Nee, also hier in dem Raum komme ich, glaube ich, nicht an irgendwas anderes an. Ich wüsste nicht wie. Jetzt bin ich hier. Okay, das sah nur so aus. Ja, ich dachte auch, man kann da oben drauf oder so, aber nee. Ja. So, wie sieht es jetzt hier aus? Geh mal auf diesen Block. Bleib diesen Block stehen. Dem hier. Oh! Ja, 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 ja. Raus da. Ja, super. Nice. Boah, nee. So, damit haben wir die Feuerwelt abgeschlossen. Aber wir kommen nicht mehr in die abstrakte Welt rein. Wir sind bei 37 Minuten. Die beiden Level haben die kompletten Parts gefressen. Wir können auch in die Oberwelt rein, die haben wir schon mal gesehen, aber wir können auch reingehen. Mhm. Aber ja, die gibt's dann beim nächsten Mal. Da bin ich auch gespannt, ja, was da so alles drin gelandet ist. Kleiner Fun-Fact: Die Oberwelt habe ich gemacht, als ich mir dein Deltarune Chapter 2 Let's Play angeschaut habe. Okay. Hat dich das inspiriert, wie Deltarune 2 aufgebaut ist? Nee, eigentlich nicht. Okay, ich dachte jetzt, weil das auch so ein bisschen futuristisch alles war. Aber ich merke das gerade, das sind ja hier so 3D-Objekte quasi. Hm. Das sieht auch schon cool aus. Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was hier alles auf uns zukommt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao.